Okay, willkommen. Wir sind ja schon da. Einen guten Abend. Aha. So, dann grüßen wir alle. Ihr könnt uns einfach auch grüßen im Chat, wie das oft schon einige machen. Einige sind noch unsicher. Ihr könnt natürlich euch ein Nickname geben. Und ihr könnt euer Name auch ändern. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kann ich es euch einfach auch gerne sagen. Okay. So, das heißt, muss ich hier kleiner machen. Der Wunsch war, dass wir weitermachen, sodass wir das Thema Familie, Matrix, Familiencode weitermachen. Wir haben es nicht geschafft. Da war jetzt auch nicht so der Impuls da mit dem Inner Zirkel. Aber es ist auch nicht geschafft, jetzt groß rumzuschicken. Wir schauen einfach. Der Abend wird sich zeigen. Jeder kann da mit. Jeder seinen Beitrag geben. Ja, heute bin ich nicht ganz so. Jeder kann da auch seinen Beitrag dazu geben, sodass das auch wie so ein Zirkel werden kann. Ja, und so einfach, was machen wir tagsüber? Wir haben natürlich ein paar hundert E-Mail immer zu verarbeiten, viele Anfragen, viele Aktivitäten. Wir planen jetzt Aktivitäten in Italien und Konferenzen und in Schloss am Ritaba und in Frankreich und in andere Schlösser und so weiter. Ne? Deswegen kommen wir oft nicht dazu, ja, die Abende einfach auch, was schön wäre, den ganzen Tag vorzubereiten. Also wir haben es voller Enthusiasmus angefangen mit den Inner Circle und das, denke ich, wird auch weiterleben. Aber es ist halt wirklich, es ist halt so, dass es, dann haben wir das eingerichtet für die Leute, telefoniert, erklärt, geriemelt, also viele, viele, viele Stunden. Was wir gern gemacht haben, viele Stunden hat uns das auch gekostet. Und ja, das fehlt uns momentan. Also es ist einfach, wir müssen einfach immer schauen, okay, was hat jetzt gerade Priorität oder irgendwas bleibt immer dann irgendwie ein bisschen auf der Strecke. Ja, und jetzt freuen wir uns, euch zu grüßen. Aliasira, danke für den Gruß, freut mich sehr. Umso intuitiver ist es, dann ja, ist doch alles gut so. Hm. Aha. Na du Süßer. Süß ihr beiden. Sieht heute streng aus. Wer? Ich. Ja? Wenn ich mich angucke. Schön. Die Kamera verrät alles. Ist so spannend, wenn man sich sieht. Das ist so, ich denke, das werden wir dann irgendwann bald mal in den Seminaren mit einbauen oder überhaupt. Sich dem zu stellen, wirklich der Kamera, die verrät alles. Die verrät alles. Da kann man nichts verstecken. Nur ein wenig geschafft, ist doch nicht schlimm. Ja. Hans im Glück. Wer ist Hans?
Kennen wir den? Dario? Hans. Dario, wer ist Hans? Hans. Hans, welcher Hans? Ah, der Hans, der die Produkte, ne? Der die Landwirtschaft, der ist, glaube ich, Hans. Oh, wow. Ah, toll. Ja? Mhm. Ah, gerne. Wir hätten gerne den Kontakt, weil... Wir haben den Kontakt, Cheat. Okay, wir bereiten... Ich habe den Kontakt weitergeschickt. Wir bereiten eine Genusskonferenz. Oder ein Genusskongress oder wie man es nennen, oder Party. Und zwar haben wir viele Leute, die mit Genuss arbeiten, beste Produkte, beste landwirtschaftliche Produkte, beste Sexualität, bestes Essen, bestes, so, dass wir einfach auch ein Verwöhnparty machen können. Ne? So, Genuss des Lebens. Und natürlich, ich könnte mich in 10 teilen, aber das will ich nicht. Aber lieber, tun wir trotzdem. Wir lernen so viele Leute kennen und tagsüber geht es so ab. Und dann kommt einfach auch nicht so viel zustande, wie ich mir das einfach auch vorstelle. Ne? Manchmal mache ich, und Cheat sagt, okay, dann machen wir das noch und das noch. Und ich, ja. Und dann, Hilfe. Wie, wann, wo. Und irgendwie wird es dann letztendlich doch irgendwie, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay, eben. Die Themenreihe hat sich einfach auch geändert durch die Begeisterung einfach auch dieser Forschung. Und was ich einfach auch sehe, was, ist, dass auch die großen Leute, egal wie berühmt und wie klein oder groß, die stehen vor der Bühne, wow, wunderbar, und dann kommen sie nach Hause oder mit den eigenen Kindern, oder mit dem Mann, oder mit der Frau, oder mit der Mutter. Und dann gibt es einfach auch Stress. Ne? Echt? Kommen sie wieder auf die Bühne, wow, wunderbar, wunderschön, wundertoll. Mhm. Kommen sie nach Hause. Oder kommen die Verwandte, da gibt es einfach auch ein bisschen Stress. Und deswegen ist für mich natürlich... Wenn ihr Impulse habt, wenn Impulse kommen würden, freue ich mich. Möchte ich einfach auch gerne diese Matrix-Familiencode einfach auch weiterhin die nächsten Tage, immer wenn es möglich ist, bis morgen, dann sind wir einige Tage unterwegs, einfach weiter fortführen. Meinst du, wir schaffen das morgen? Mal gucken. Wegen der Veranstaltung? Na, mal schauen. Also, okay. Morgen ist hier großes Fest. Hallo Heike. Luthers Hochzeit. Hier kommen 10.000 Leute oder sowas. Ich glaub, und wir wollen mit der Kamera einfach auch für Wittenberg TV Aufnahmen machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wir haben eine Regio TV mit vielen Städten, wo wir einfach auch TV aufgebaut haben. Und jo. Heike, wir haben schon dran gedacht. Nicht vergessen. Haben wir nicht vergessen. Okay, es hatte heute jemand angerufen, aber hat sich nicht gemeldet. Ich habe keine E-Mail bekommen. Wollte auch noch, dann fangen wir einfach auf. Wie meinst du das, Aliasira? Was? Sie schreibt, ihr wurde ganz fiebrig gestern. Ah ja. Was machst du denn? Magst du
anrufen oder tippen. Ich will gucken, ob eine E-Mail, wollte jemand noch sich melden heute, aber anscheinend nicht. Ah, die Christine, meine Frage, ob die Anmeldung für den Chat was kostet. Nein. Das ist alles Englisch. Okay, dann sage ich euch, kurz, wie man sich anmeldet. Okay, man meldet sich so an, ihr schreibt hier einfach irgendetwas und dann klickt ihr auf See. Und oben drauf, ihr scrollt oben und dann werdet ihr nach einem Nickname gefragt. Und schon seid ihr drin. Ist alles kostenlos und ist alles frei. Ihr habt noch gesagt, im GTV ist alles kostenfrei, deswegen haben wir wenig Zeit, einfach auch tagsüber, weil wir andere Projekte haben, wo wir eigentlich das Geld besorgen, um die 6.000 bis 8.000 Euro, was wir brauchen, um GTV ins Leben zu halten. Und das müssen wir einfach auch verdienen. Wieso war dir gestern fieberig? Das, was gesagt wurde? Oder in Bezug Resonanz auf das? Oder? Als ob ich doppelt so viele Kalorien verbrenne. Ah ja, schön. Wow, das ist ein guter Satz, Al-Yasira. Als ob ich doppelt... Weiß nicht, mein Körper hat einfach gebrannt. Kalorien... Verbrannt. Verbrenne. Vielen Dank, weil eben, das war für mich gestern ganz wichtig, dass das Thema war, was ich wissen wollte, ob man auch abnehmen kann. Weil viele Freunde, die mich gefragt haben, Jit, hilfst du mir abzunehmen? Habe ich gesagt, nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die letzten 10, 15 Jahre ist mir einfach nichts eingefallen, wie man einfach auch abnehmen kann. Und wenn du sagst, dadurch, dass wir an deinem Familiensystem gearbeitet haben, dann hast du eben, als ob du doppelt so viel Kalorien verbrannt hast, weil vielleicht durch die Informationen, diese gespeicherte Information, du verbrennen konntest. Und das, ja, das freut mich sehr. Ne? Oh, die Elke ist auch da. Dario, ich sehe immer noch gerne das Video, wo die Einhornmusik läuft. Ja, wunderbar. Ja, ihr könnt das im Facebook alles einbetten, was wir machen. Ihr braucht nur, das Facebook-Symbol ist da. Und überhaupt, ihr könnt diese Sendungen, ich lade euch ein, diese Sendungen auch mit ansagen. Ist nicht so, dass wir machen das gerne, aber wir freuen uns und wir hoffen einfach auf diese Selbstverbreitung, was einfach auch schon viele machen. Ne? Hallo Minerva. Al-Yasira, oh lustig, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht, ans Abnehmen. Weil das hatte ich einfach, als ich das gefragt habe, hast du dich gemeldet und ja, und deswegen freut mich, dass du gerade diesen Satz einfach auch sagst. Ne? Nochmal die jetzt nochmal neue Früchte zugeschaltet haben.
wir haben so das Thema Familie, es hat sich eine neue Forschung entwickelt, das Thema Matrix-Familiencode, das ist jetzt durch das letzte Seminar in Frankreich entstanden und das ist so spannend. Die letzten Tage, alle sind total begeistert und haben wir und die Cheat kennen oder noch nicht kennen, sage ich nochmal, alles was jetzt was neu ist und was, wenn sich das so gut anfühlt, dann kann das Cheat kaum erwarten, dann geht es sofort los und im Tun, im Schenken entwickelt sich das immer weiter und so haben wir die letzten Tage mit einigen Zuschauern das schon experimentiert, das heißt, das eigene Familiensystem, Jeet hat da Symbole was aufgezeichnet und wir haben Informationen dazu gegeben und es war einfach sehr spannend und die Resonanz war super bei jedem. Und natürlich ist das Ganze natürlich immer individuell zu sehen und deswegen haben wir entschieden weiterzumachen. Wir haben es nicht jetzt geschafft, weil einfach so vieles und einfach viel unterwegs auch gewesen und die Tage ist sehr, sehr viel aufzuarbeiten, dass wir es nicht geschafft haben, groß mit dem Inner Circle das rumzusagen. Aber alle, die jetzt da sind, Jeet, vielleicht sagst du, ja, wie dein Wunsch ist, alle, die jetzt auch eingeschaltet haben, zwecks auch den Inner Circle oder wie auch immer, Thema Familie, also gerne kann da jetzt auch heute, denke ich, was entstehen, oder? Oder wie hast du es heute, die Ausrichtung, wie hast du gedacht? Weil ich fühle, dass einige da sind, wächst Donnerstag wegen Inner Circle. Ist es, ah, okay. Mhm. Und was ist deine Frage? Ich habe jetzt gelesen, was einige schreiben, ich lese die Namen nicht vor. Wer über Facebook jetzt geschrieben hat, möge sich melden. Ja. Ob wir was Gemeinsames machen wollen oder einfach die Forschung so weitermachen, wie hast du jetzt, ich fühle das einfach so, dass es ein bisschen in der Luft ist, dass einige da sind, die im Inner Circle oder schauen oder abwarten. Ja, wer da ist in den Inner Circle, meldet sich in den einfach in den Chat oder ruft an und sagt uns einfach auch Bescheid, ne? Ah, Minerva, hab die Aufzeichnungen mit den Zeichnungen gesehen und fand es merkwürdig, dass mich alle Zeichnungen auch selbst angesprochen haben. Die Zeichnung werde ich jetzt in diese Internetseite, die wir vorbereitet haben, alle reintun. Als würden alle Zeichnungen auch bei mir etwas ansprechen. Ja, das ist Familie. Das ist, das finde ich sehr schön. Toll. Und sehr berührend. Mhm. Das heißt, du fühlst einfach die Familie. Ne? Ja. Und wenn du die, dann hast du sicher eine Kompetenz einfach auch, die sich dadurch einfach auch zeigen kann. Ne? Joyce, hallo, das hört sich sehr gut an und ich bin gespannt, was sich innerhalb des neuen Familienaufstellung tut. Bin sehr interessiert. Liegt bestimmt am Gruppenbewusstsein, dass bezieht sich auf Minerva. Mhm. Ja, man erkennt sich. Es ist sehr, sehr schön, Minerva, dass du das einfach auch so sagst. Also das sind wunderbare Sätze, wunderbare Hinweise. Mhm. Dankeschön. Das macht mich jetzt konfus und richtig freudig. Mhm. Ja, das ist ein schöner, ja, eine schöne Wertschätzung für alle. Und jeder, der sich da auch zur Verfügung stellt und sagt, Mensch, schau doch mal für mich, ist das immer auch ein Geschenk dann in dem Moment auch für alle. Die, die sich darauf einlassen. Ich spüre die Heike schon ganz hippelig und kribbelig. Ich will auch, wann bin ich dran? Okay.
Also wenn jemand die Zeichnungen möchte, danach kann natürlich sie einfach auch gerne haben. Ne? So, dann zeige ich euch die erste Zeichnungen. Die erste Zeichnung, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben schon ein paar mehr gemacht, aber die sind jetzt so eins. So. So powerful. So, jetzt. Eike ist echt ruhig. Okay, Joyce, dann machen wir erstmal Eike und dann dich. Ja, gerne. Okay, es ist keine Aufstellung, es ist einfach nur der Beginn, wo für mich einfach, ich habe einfach die Information bekommen, durch die Liebe der Menschen, das Seminar in, bei Straßburg, ist einfach das entstanden, durch einfach auch die Anneliese und Guillaume und deren Wirken. Ich habe wenig im Aufstellungsarbeit gearbeitet. Deswegen, ich werde einfach nur den Part, ich möchte in Team zusammenarbeiten, in große Team, wo ich nur den Beginn mache und zwar anfange mit der Matrix-Familiencode zu erkennen und zu zeichnen und Informationen zu geben. Und dann nehme ich an, habe ich die Aufgabe, dies einfach auch zu schauen, dass es immer in diese Richtung bleibt, damit man nicht jetzt irgendeine Aufstellung macht, sondern damit die Aufstellungen, die gemacht werden, in der Reihenfolge geschehen, die diese Matrix einfach auch wieder bilden. Ne? Und weil eben auf alle Ebenen Familie bleibt für immer gespeichert in dein System, das heißt, es bleibt dir nichts anderes übrig, als dein ganzes Familiensystem, niemand auszuschließen, deren Matrix zu erkennen und aus diesem Matrix-Familiencode anfangen, zentriert und systemisch, Schritt 1, 2 und 3, weil die Absicht ist einfach auch, dass endlich die ganze Macht, die ganze nicht gelebte Kraft, alle sogenannten Probleme in Kompetenzen, in Talente, in Klarheit, in Kraft zu transformieren. Also wir werden nichts auflösen, sondern nur transformieren. Ich mache jetzt den Beginn und dann werden wir in einem Team von Leuten in den Seminaren, die hier und da gehalten werden, werden die anderen, alle die dazukommen werden, Anneliese und anderen, deswegen alle die eine Ausbildung haben oder die sich auskennen, Samin auch und Anneliese und alle die sich im Bereich Aufstellung, dynamische Aufstellung, Familienaufstellung, bitte ich sich einfach auch zu melden, damit wir überall Termine machen können. Denn ich brauche schon ein Team von 10 bis 20 Leute, die das können, damit wir in verschiedenen Städten diese Arbeit einfach auch machen können. Okay.
Minerva, der Tanz war auch beeindruckend. Das fühlt sich wirklich auch für mich so an eine Menge alter Geschichten, die wirklich wie eine Last drücken können. Okay. Gut, dann fangen wir an. Es ist immer spannend. Stellt ihr euch vor, ihr müsst einen Vortrag halten und ihr wisst nie noch nichts. So geht mir immer. Ich weiß gar nichts, was ich machen werde. Nix. Okay, dann schauen wir jetzt für Heike. Ja? Okay. So, ist einfacher. Ja, muss ich wohl zumachen, ha? Natürlich ein anderes Programm. So. Okay. Kommst du da hin? Okay, dein Familiensystem hat einen farblichen Hintergrund und der ist das hier. Das ist die erste Information. Die zweite Information ist, ich sehe, nicht ein Kreis, sondern Stäbe. So, der Kreis des Familiensystems ist nicht vorhanden. Was ich hier sehe, das Rote, ist ein äußerer Einfluss. Auf das Familiensystem, der ein Krankheitsbild darstellt. Zwischendurch was sagen oder lieber erstmal das Gefühl? Erstmal danach, ja, genau. Sonst blicke ich nicht mehr durch. Also hier sind drei Menschen in deinem Familiensystem, die das Ganze aufhalten. Den Einfluss meinst du? Hm? Die was aufhalten? Die Entwicklung des Familien, des Matrix-Familiencode aufhalten, die Bildung. Diese drei Menschen
sind 3 Kinder. So, wenn ich das richtig jetzt wahrnehme, sind 3 Kinder in deinem Familiensystem verlassen worden, wo jeder eine sehr, sehr wichtige Aufgabe hat. Diese 3 Kinder aufzustellen, die haben alle eine sehr starke Persönlichkeit, eine sehr starke Energie und eine sehr starke Kompetenz. Und ich würde mit dem Aufstellen diese 3 Kinder beginnen, weil in dem Moment, wo wir es angesprochen haben, zeichnet sich erste Bildung des Matrix-Familiencode. So, das heißt, ich würde mich einfach auch freuen, dass das einfach auch geschieht und dass es jetzt diese Transformation möglich ist. Und die Wertschätzung und das Wahrnehmen und erkennen diese 3 Kinder wird das Immunsystem, das in die Bildung des Immunsystems für die Zelle Matrix Familiencode werden dieses rotes Feld entkraften, entschärfen heilen und auflösen. So, das sind die 3 Kinder. Das sind 3 hochbegabte Kinder, die aber ins Gegenteil gegangen sind. Oder weil es einfach auch nicht erkannt wurde, das Familiensystem hat war einfach die Zelle, den Kern, das Immunsystem, das Familiensystem nicht mehr vorhanden. Daher konnten sich einfach auch Energien ausbreiten, wie die rote, die einfach auch zerstörend sind oder die einfach auch darauf hinweisen, es ist Zeit. Ich habe die ganze Zeit, musst du entweder
lauter oder näher, aber ich mache das Mikro ein bisschen näher zu dir. Ich habe die ganze Zeit immer das Wort und immer dreimal, bevor du die drei Kreise gezeichnet hast, Verrat, Verrat, Verrat. Das ist eine alte Geschichte, wo ein Verrat in der Familie stattgefunden hat. Und deswegen gibt es nicht diesen Kreis und deswegen diese Stäbe und deswegen die Kinder, die wie ausgeschlossen sind. Und das ist eine sehr, so wie ich fühle, eine sehr kräftige, starke Familie. Weil jeder versuchen musste oder muss, für sich selbst stark zu sein. Statt die Kraft der Familie zu nutzen, wo sich jeder ergänzt, wo man sich gegenseitig Halt gibt. Das fehlt so ein bisschen. Ist hier oder da ein bisschen, aber so versucht jeder selbst stark zu sein. Und es ist oft keine echte Stärke, so nehme ich das wahr, sondern man verrät sich auch selbst, weil man sich nicht, also man ist sich dann nicht mehr treu, weil jeder sich irgendwie stärken muss, um irgendwie klarzukommen, zu leben, teilweise auch zu überleben. Und wenn sich dieser Kreis wieder bilden kann, man sich gegenseitig Halt gibt und stärkt, dann, wow, dann wird erstmal ein riesen Ballast ab, also so ein, dann wird erstmal eine riesen Entspannung kommen. Und das wird sich erstmal im ersten Moment vielleicht haltlos anfühlen oder so wappelig, aber daraus kommt eine neue Kraft, die echte Kraft, die echte Stärkung der Familie. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Und es, wie gesagt, ist eine ganz alte Geschichte mit Verrat. Das kam immer ganz deutlich die ganze Zeit. Jeder kämpft für sich, genau so habe ich das wahrgenommen. Und es ist furchtbar ermüdend, anstrengend, kostet sehr viel Kraft, mehr als man eigentlich bräuchte, weil man, wenn man das Familiensystem nutzen würde, wow, hätte man viel mehr Kraft und bräuchte nicht so viel aufwenden und man hätte sogar noch was übrig zum Überfließen lassen. Aber so ist es schwierig. Ja. Aber es kommt, es geht ja nicht darum, jetzt nur die Probleme nochmal, die jetzt vielleicht das gestern oder die Tage nicht mitbekommen haben, sondern dass es einfach ein Geschenk dahinter ist, wenn das jetzt erkannt ist, erkannt wird, dass da eine ganz neue Kraft hinterkommt. Und ich sehe, wow, ich fühle richtig bei Heike, wie das jetzt so, wenn man das annimmt, wie du dich erstmal eine Entspannung und wie eine ganz neue Nahrung kommt für jeden Einzelnen, kommen kann. Ist ein bisschen, nicht von heute auf morgen, ist ein Prozess, aber auf jeden Fall allein durch das Zeichnen und Erkennen ist schon was in Gang gesetzt, das auf jeden Fall. Also diese Informationen sind jetzt, muss man nicht sagen, oh ja, das ist der Beginn. Ich könnte jetzt weitermachen in der Zeichnung und an der Matrix einfach auch weitermachen. Aber das heißt, in dem Moment, wo wir beginnen würden, würde ich einfach auch mit dieser Aufstellung machen. Aber alles, was man wahrnimmt, in dem Moment, wo man es wahrnimmt und genau benennt und fühlt,
dann beginnt einfach auch schon ein Transformationsprozess. Ah, ja. Wow. Schön, hallo Anneliese. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Juhu, ich habe es mir richtig gewünscht. Das ist die Anneliese, von der wir erzählt haben, schon die ganzen Tage. Ja, das heißt, vielleicht hast du Lust, was dazu zu sagen. Das heißt, Anneliese, das ist die Frau, die mit ihr Schatz, die, mit dem wir das einfach auch zusammen entworfen haben. Das heißt, wenn du einen kleinen Hinweis geben möchtest, das ist jetzt für Heike. Also bei ihr war es so, das ist der Hintergrund der Matrix oder der Beginn. Matrix kommt hinterher. Das sind Schritte zu Matrix. Ne? Schritte, die das Ganze einfach, das ganze System einfach aufzeichnen. Ne? Dann ist einfach dieser rote Punkt, einfach mit Infektion, Krankheit und Angriff. Und hier sind in der Mitte drei Kinder, die nicht gesehen worden sind, nicht wertgeschätzt worden sind. Etwas mit Verrat oder was Sabine gesagt hat. In dem Moment, wo wir angefangen haben, hat sich doch ein, dadurch, dass wir es angesprochen haben, ein Kreis gebildet. Das heißt, das ist das Umfeld, wo sich die Matrix einfach auch bilden kann. Das war überhaupt kein Kreis, nichts als Schutz einfach auch dieser Matrix. Es waren nur Stäbe, die einfach auch Isolation und Nichtausrichtung gezeigt haben. Und deswegen war für mich einfach wichtig, mit den drei Kindern zu fangen. Und dann wurde ich natürlich dann mit der Stäbe und dann bekomme ich einfach auch Informationen, wie es einfach auch weitergehen kann. Bekommst du dann einfach auch einen Impuls über eben über wie du oder vielleicht einen kleinen Impuls, einen Hinweis über diese drei Kinder. Hallo Schelka. Na, die Kinder, das kann auch 6, 7, also ich liebe es nicht, ich liebe einfach den Beginn einfach. Es sind manchmal 3, 4, 6 Generationen oder 20, es ist jetzt unwichtig. Nur, wenn der Beginn einfach auch gesagt worden ist, dann sind Sachen, die sich immer wiederholen in irgendeiner Form auf alle Systemen. Ne? Kann schon sein, dass du jetzt eine dieser Kinder bist das heißt, dass sich das was wiederholt, einfach auch, wenn man sich im Familiensystem genau im Familiensystem anfangen, Anneliese anfangen würde zu arbeiten, dann wurde sie durch die Schritte, die sie macht, einfach auch die Erkenntnisse, die sie bekommt, wurde sich den Rest einfach auch zeigen. Ne? Und Anneliese schreibt eben, alle müssen auf die Kinder schauen in ihre Absicht. Ne? Schön. Ja, schon diesen Satz. Merkt ihr die Stille jetzt? Was ein Satz, Anneliese. Alle müssen auf die Kinder schauen in ihre Absicht. Was so ein Satz einfach auch bewirkt. Was für Bergen einfach auch da bewegt werden.
ein Satz. Vielleicht. Ja, sie müssen gesehen werden und man muss ihnen einen Platz im Herzen geben. Wow, merkt ihr nicht, wie diese Worte, wie, was für eine Tiefe sie haben. Danke, Anneliese. Wow. Vielleicht können wir so, ich weiß nicht, fühl mal ja. Mit, so wie das im Prinzip ist, ist ja der Anfang, der Beginn und wie jetzt, wie das jetzt im Prinzip die Arbeit weitergehen könnte, also, oder? Aha, ja, es ist so, ich möchte jetzt nicht in Prozesse gehen. Nee, nee, nicht in Prozesse. Das möchte ich dann einfach auch machen, wenn wir in der Gruppe zusammen sind. Ja, ja, nee, Gottes Willen. Das heißt, sind jetzt einfach auch nur Informationen. So kleine Erfahrungen, die die Türen öffnen, oh, es ist doch möglich, oh, wir haben diese Möglichkeit, so dass innerlich einfach auch anfängt, einfach auch zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil, so wie ich das, ich nehme an, Anneliese kenne, ich nehme an, dass mindestens 2 Stunden pro Kind man einfach auch brauchen würde, das heißt, oder nee, meine ich ja, nur ja. Im Prinzip, als nur nicht im Prozess, sondern nur als Info, wie würde man jetzt zum Beispiel als nächsten Schritt vorgehen oder was, oder nur als, ja. Nur als Info, kein Prozess, ne? Ja, das heißt eben, ich würde einfach, das eben, so wie jetzt ein kurzer Test einfach auch Anneliese einfach auch gezeigt hat, das, was sie gesagt hat, das sind Worte für die Seele, Familienseele. Und egal, ob man sich daran erinnert, an diese Geschichte oder nicht, diese Worte fangen an, einfach auch in unsere Kodierungen zu wirken. Da spürt man plötzlich eine Stille. Hat man die Worte nicht verstanden, aber die Seele hat es verstanden. Man fühlt sich berührt, so wie die Aliasira einfach vorhin gesagt hat, ich habe total viel Energie verbraucht gestern und ich habe abgenommen. Wissen, vielleicht. Ne? Und diese Erfahrungen sind für mich die Wissenschaft, wo man einfach auch ein Resonanzfeld einfach auch fühlt. Ne? Aha, okay. Also mit meiner Tochter rede ich gerade mit einem Psychotherapeuten drüber. Eike, die 4 Stäbe stehen wohl, die 4 Generationen, die wir da sind. Ja, eben, für die 4 Stäbe war ich noch unsicher, was das ist, aber ja, jetzt verstehe ich. Ne? Da war ich noch unsicher, was ist das, die 4 Stäbe. Ne? Okay. Das heißt, dass diese Matrix einfach auch beinhaltet, diese 4 Generationen. Das habe ich auch mitgekriegt. Und also 2 Kinder zum Beispiel gehören zu der einen Generation, ein Kind zu der anderen. Das habe ich auch so gelesen. Ah ja, okay. Aha. Deswegen ist das so. Ah, nochmal, warte mal. Die 2 Kinder gehören zu der einen Generation, ne? Welche? Na, die 2. Also die untere? Die gehören zu einer Generation. Welche? Zu welcher Generation? Ja. Also hier sind 4 Stäbe, sind 4 Generationen. Ja. Zur zweiten kriege ich. Zweiten zurückliegenden. Das hier. Nein, die zwei, wo die 2 Kinder sind. Ah, dieser Stab hier. Mhm. Okay. Ah ja, klar. Und zu dieser Generation. Mhm. Und das hier? Und das Kind hier? Das ist dritte Generation weiter, das andere ist 2. Das hier. Na, da wo das eine Kind ist. Hier. Mhm. Okay.
Das heißt, die anderen zwei Generationen, die tragen den Keim mit und die wollen das einfach auch mit auflösen. Ja. Okay. Dankeschön. Schön. Ah, Annelies hat auch die zweite gekriegt. Na, das sind wohl meine Kinder. Okay. Und da ist eine noch im Entstehen. Juhu. Schön. Also, ich wurde einfach auch über diese Sachen immer Freude hochkommen lassen. Denn alles, was wir tun, ist einfach auch wertschätzend. Und es geht um neue Ebene, die wir entwickeln können, wo wir einfach auch unglaublich viel Liebe, Schönheit, Weisheit einfach auch herausholen können. Und eben aus dem Familiensystem ist einer der verborgensten Wissenschaften, die einfach noch zu wenig geforscht worden sind, wo wir uns einfach auch anschließen und weitermachen. Okay, das heißt, eben dann wurden wir in diesem Fall dann einfach, wenn wir jetzt zwei, drei Tage oder eine Woche zusammen wären, was natürlich besser wäre mit Anneliese und anderen. Wie gesagt, ich denke schon, dass mehr Leute dazu kommen werden. Für mich wird sich das immens ausbreiten, europaweit. Und dann werden wir in dieser Woche Schritt für Schritt alles machen, so dass man einfach das Gefühl der Einheit einfach auch wahrnimmt. Ne? Aha. Oder was von meinem Ex-Bruder, es ist aber bei der Ex, sie fühlt sich verraten. Mhm. Ja. Aha. Das ist ein ganz großes Thema in der Familie, Verrat. Okay, wie gesagt, unsere Absicht ist nicht, Transformationsarbeit zu machen, obwohl es von selbst geschieht. Ich möchte dann nur das Gefühl geben, dass wir diese neue immense Kräfte haben, das Familiensystem aus der Sicht an das Familiensystem aus der Sicht diese Matrix-Familiencode zu gehen und nicht einfach so zufällig oder auf einem Impuls. Ist es okay, Heike, das so stehen zu lassen? Weil wir haben noch die Joyce, und würde gerne einfach auch für die Joyce einfach auch schauen. Ja, klar. Gerne, Heike. Wie schreibt man das? Ja, vielen Dank, das, was eben gesagt wurde, das berührt einfach, wenn man die Systeme von anderen einfach auch schaut, man erkennt sich einfach auch selbst. Deswegen jeder, der sich in dieser Form einfach sagt, schaut einfach auch für mich, beschenkt auch alle anderen. Mhm. Weil alle fühlen, spiegeln sich, das, was sowieso bei einem ist, ist sowieso in irgendeiner Form auch bei allen gespeichert. Mhm. Und diese Art des genaues Hinschauen führt einfach auch zu Mitgefühl und Erkenntnis des eigenen Systems. Es ist so eine tiefe Stille. Ich merke, da sind sehr wunderbare Leute noch dazugekommen. Die das einfach auch unterstützen. Ich nehme jetzt auch Markus wahr und Schelka, die einfach auch Kraft geben. Dies unsere Forschung. Danke. Okay, und eben gerne, wie gesagt,
für die nächsten Tage, falls noch Erkenntnisse kommen, diese einfach auch mitteilen. Und ansonsten, wir und Anneliese und Guillaume freuen wir uns auf die Begegnungen. Okay, jetzt muss ich mir den Namen nochmal anschauen. Wie war das? Joyce, bist du noch da? Ist okay, wenn wir mit dir anfangen. Jetzt gucken, wie man das schreibt. Wo ist es denn? Es war doch die ganze Zeit. Ja. Joyce, bist du noch da? Ja, okay. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Okay, gut, dann beginnen wir. Vielleicht sagst du noch mal kurz, für die, die dazugekommen sind, was du da tust. Ja, kannst du. Bitte. Also es hat sich seit dem letzten Seminar in Frankreich, letztes Wochenende, eine neue Forschung ergeben, Matrix Familiencode, zusammen mit der Anneliese Janet, die jetzt auch mit uns ist. Grüß dich, Durchnapur. Und Durchnapur heißt sie im Chat hier, ist ihr Seelenname. Und weil Jeet so voller Tatendrang ist und sofort das immer gerne umsetzt und schenkt und forscht, weil im Geben und Schenken zeigt sich das und wird weiter geforscht, haben wir die letzten Tage schon mit den Zuschauern einfach das vorgestellt und dann waren sofort Impulse, ich und schau mal für mich. Und Jeet sein, vielleicht die es noch nicht wissen, Jeet sein, seine Kompetenz ist ja mit Symbole, was er vor vielen Jahren gemacht hat, mit Symbole oder Logos, Räume oder was auch immer in Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt schauen wir für Joyces ihr Familiensystem. Und jetzt übergebe ich Jeet lieber das Wort, ich möchte da gern volle Aufmerksamkeit darauf. Also es entsteht gerade der Familienmatrix-Code, der aktuelle für Joyce ist der Beginn. Ja. Okay, das ist einfach die erste Information, ist einfach auch, dass es hier diese Linie hier ist. Ich weiß noch nicht was und warum. Die Informationen kommen einfach auch immer nach. Und der Kreis, also wo einfach den Organismus, Familie, ist hier. Und dieses Organismus ist einfach auch unterbrochen. Hier und hier.
Und in diese Unterbrechungen haben sich einfach auch zwei Systeme, ich muss eine kleine, der ist eigentlich ein bisschen heller, aber mal gucken. Oder? Okay, so ist richtig. So. Also erstmal ist diese rote Linie, ich weiß nicht, was es ist. Das blaue ist ein Organismus, Familiensystem, Familienmatrix. Und der ist hier unterbrochen und hier unterbrochen. Und in diese Unterbrechungen sind zwei Kreise. Okay. Dieser Kreis hier ist die Männerlinie und dieser Kreis ist die Frauenlinie. So, die Männerlinie hier kann ein Teil des Kreises wieder verbinden, wo ein Loch ist, wo einfach Energie verliert und Kommunikation nicht möglich ist, und der Frauenkreis kann den anderen Teil der Unterbrechung des organismischen Systems wieder schließen. Ich mache das jetzt, ich färbe das jetzt, damit man einfach auch sieht, wie, also das ist eigentlich der Kreis, ne? Okay, hier ist eine Linie, die aus dem Organismus den Männerkreis einfach auch verbindet, also der Männer, die Männerlinie, ne? Wie sagt man in der Sprache? Gut, und diese Linie verbindet aber nicht den Frauenkreis. So, der Beginn der Geschichte ist nach meiner Wahrnehmung, sind ein Mann und eine Frau, sowas wie Gründer dieses Familiensystem, also die Gründer dieses Familiensystems, ein Mann und eine Frau, würde ich als erstes einfach auch reinführen. Was ist, warum ist das wichtig? Okay, die Frau Mitgründerin, jetzt einfach mit diesen Informationen, die einfach auch kommen, hat den Mann verlassen.
Der Mann liebt aber weiterhin, ist weiter mit eingebunden. Das heißt, in diese Familien, in diese Aufstellung, was die Anneliese auch machen könnte, so wie ich das jetzt wahrnehme, ist ganz wichtig, dass der Mann erkennt, dass er nicht mehr bezogen ist oder in Beziehung ist und dass die Frau erkennt, dass man sich aus einem sich beziehen nicht lösen kann. Wenn man sich aufeinander bezieht, kann man sich nicht lösen. Immer Macht und Sexualität, die beiden Wörter. Macht, Missbrauch, Sexualität. Das ist ein Riesenthema. Weiter. Ich soll es so stehen lassen. Okay. Gut, also es gibt Themen. Der Mann fühlt sich verlassen, aber lässt nicht los. Die Frau geht, aber ist eigentlich noch dabei. Und das Wirken und das Arbeiten in diesem Kontext, was hier einfach auch geschehen ist, wird diese zwei Linien wieder heilen und wieder zusammenbringen. In dem Moment, wo das in den Aufstellungen bearbeitet wird, werden sich dann einfach auch die anderen Schritte zeigen, die zur Ermächtigung des Systems dazu beitragen können. Und eben, natürlich, das ist jetzt für Joyce und nicht für andere aus der Sicht von Joyce und nicht für andere Familienmitglieder. So mein Gefühl, ich weiß, das sind die ersten Erfahrungen, die ich damit mache, die vierte, ist, dass jeder natürlich... Nee, mehr schon. Schon mehr. Vierte, fünfte, dass jeder ganz andere Informationen bekommt. So. Anneliese schreibt, verstehe ich nicht, wenn man sich aufeinander bezieht, kann man sich nicht lösen. Okay, danke Anneliese. Ich wusste, ich war unsicher, ob ich das richtig verstanden habe oder richtig ausgedrückt habe. Also der Mann ist verlassen worden, aber lässt nicht los. Wenn er loslässt, dann sieht er die Beziehung, die da ist. Ne? Mhm. Dass eine Beziehung da ist. Mhm. Und dann lässt er aus der Sicht der Macht. Ne? Die Frau ist weg, aber nimmt nicht wahr, dass sie noch in einer Beziehung ist. So. Hi Barbara. Also so wie ich das, ich wusste auch nicht gleich, wie du das meinst, habe dann aber gefühlt, so für mein Verständnis, solange das nicht
also sie sind noch in Beziehung, weil da einfach noch dieses Thema dazwischen steht, so wie ich das fühle mit dem Sex und Macht, Sexualität und Macht, Machtmissbrauch, irgend sowas in der Art. Solange sind sie, können sie sich nicht lösen, solange dieses Thema noch, das bindet sie beide. So verstehe ich das. So habe ich es für mich dann gefühlt. Oh je, das Ganze deutet auf Drama, wie auch immer, was in unserer Familie eine Rolle spielt. Ja, momentan ist es noch so, dass wir am Anfang, obwohl wir immer sagen, es geht nicht, es geht nicht um das Negative und es geht nicht um die Blockaden und es geht nicht um die Dramen, sondern aber erstmal, das ist der Beginn, um erstmal die sogenannten Blockaden, aber letztendlich ist immer da ein totaler Schatz dahinter und eine Kraft dahinter. Vielleicht ist es wichtig, dass man das auch anspricht, was man fühlt, die zu fühlen, weil das ist nicht, ja, klar, so stehen gelassen wird im sogenannten Negativen. Nein, ich meine, das ist eine immense Chance. Ja. Ne? Also die Beziehungsliebe in neue Ebene zu entdecken und zu leben. Ne? Wer, ja. Wenn so eine Spannung da ist, bedeutet, dass hier, egal wer im Familiensystem einfach das übernimmt, hat die Möglichkeit, eine Liebe des Sich-Beziehen in neue, wunderbare Formen zu entdecken. Also das ist eine immense Chance. Die tatsächliche Macht der Liebe kennenzulernen und zu... Also nicht im Sinne des Missbrauchs, sondern wirklich in absoluter Tiefe. Und Joyce schreibt noch, ja, bei uns sind französisch, schweizerische und deutsche Gene, die erkannt werden dürfen. Minerva schreibt, von der Liebe kann man sich auch nicht lösen. Wenn man liebt, liebt man, oder? Ja, genau. Joyce schreibt, ja, ich verstehe das als ehemalige Schauspielerin, verstehe ich Drama als Vorgang. Aha. Ah, das ist schön, schön ausgedrückt. Vorgang ist also besser als Stillstand, Ohnmacht, Vorgang. Drama ist, da transformiert sich was, ne? Ja, eben in dem Moment, wo hier gearbeitet wird, liebe Joyce, da hast du die Möglichkeit, so eine Beziehungserfahrung zu machen, die, so wie ich hier das sehe, in Licht ist, erleuchtet ist. Das heißt, das wird sich bei dir dann einfach auch so entwickeln, und du wirst einfach auch durch diese Nahrung von männlich und weiblich. Du, das ist einfach wie diese Yin-Yang-Symbol. Ne? Wirst du, was weiß ich, ein erleuchtetes oder in Licht gesehenes Beziehungserfahrung machen können. Das ist, und das heißt, in dem Moment, wo du das in dir bearbeitest, mit Anneliese zum Beispiel, wenn Anneliese möchte, dann wird sowas einfach auch entstehen. Und das hier wird eigentlich, wird diese alte Matrix einfach auch verschwinden und wird sich das hier ausweiten. Es wird praktisch dann so aussehen. So wird sich, das sind deine Möglichkeiten, die für mich unglaublich. Also ich fühle auch immer, was stark und schön sind. Was in dem Moment das mit meinem Körper macht. Am Anfang war das so,
mal so voll im Basischakra so zu spüren, so was ganz Machtvolles, wuff, so, und jetzt, also wo das jetzt angesprochen wird mit den Lichtvollen, hat sich das hier, konnte ich mich richtig aufrichten und es ist ganz, hier ist ganz weit geworden, ganz, ganz weit, also es ist richtig spürbar. Resonanz, dein Körper spricht da einfach mit mir. Ich kann es total fühlen, wie das so. Annelies? Nochmals. Jeder Partner, jeder muss seinen Teil der Verantwortung für die Beziehung sowie für die Trennung übernehmen. Choices, heftige Gefühle aussieben und transformieren. Ja, das ist es. Herzlichen Dank, mir ist das heute eine große Hilfe bei meiner Arbeit. Vielen Dank, ich fühle mich jetzt auch besser. Schön. Danke, schon. Eben, ich sehe das schon, dass der Beginn einfach auch diese Arbeit, es ist etwas, wo die Seele merkt, wenn wir aus der Sicht der Matrix Familiencode gehen und wir daran setzen, mit dieser Absicht haben, sehe ich einfach, dass das erstmal ist eine Sache, was Jahre dauern kann, aber das heißt mal, oh, jetzt kann ich beginnen. Und schon, wenn man das anspricht, entsteht einfach auch schon eine neue Leichtigkeit, eine neue Dimension. Nochmal von Anneliese, nochmals jeder Partner, jeder muss seinen Teil der Verantwortung für die Beziehung sowie für die Trennung übernehmen. Ja. Eben, aber ich bin schon, das für mich ist einfach eine Spannung, so eine freudige, ein freudiges Gefühl, ich sehe sowieso nie die Probleme und ich sehe schon, wie deine Möglichkeiten einfach auch sind. Ich sehe immer den Schatz und die Möglichkeiten sind für mich wunderschön, wunderschön, mächtig, wunderschön. So eine Klarheit, nachdem man alles durchgegangen ist, so eine Klarheit zu erreichen, wow, ne? Annelies schreibt, wenn jeder die Verantwortung übernimmt, kann Versöhnung geschehen. Ja, ja, das ist, wenn der Abstand kreiert ist, dann ist Versöhnung, aber eben, ne? Was für mich ganz wichtig ist, dass wir einfach auch sagen, ist hinter der Versöhnung, boah, das sind Welten an Genuss, Welten an Höhe. Das heißt, meine Absicht ist einfach auch immer, egal wie tief wir uns fühlen, dass wir auch die Höhe wahrnehmen, die wir durch die Tiefe, die wir erreicht haben, so als wie ein Trampolin, je tiefer wir gehen in einen Schmerz, in eine Spannung, desto höher werden wir springen. Und dass wir uns auf diesen Höhensprung einfach auch freuen, so wie wir auf die Tiefe, die wir erlebt haben, in diese Spannungsfelder, das nicht als negativ zu sehen, sondern einfach auch als Vorbereitung auf den Himmel. Juhu. Und eine himmlische Beziehung ist was ganz Tolles. Ja.
Ja, ich lade alle ein, in diese Umarmung mitzugehen. Wenn zwei Menschen sich lieben, schließen niemand aus. Im Gegenteil. Es fließt und fließt über und bezieht alle mit ein. Ja, einige sind noch unsicher. Lade ein, wirklich in diese Umarmung zusammen jetzt zu gehen. Es nimmt uns nichts weg, im Gegenteil. Ja, das ist es einfach, was für mich ganz wichtig ist, dass wir diese Sendungen einfach auch mich oder uns jeden Tag durch die Art der Aufmerksamkeit, mit dem ihr da seid, immer uns in eine tiefere, schönere Schwingung einfach auch bringt. Seit, ja, besonders die letzten Monate, seitdem einfach auch im besonders Markus und Schelka das einfach auch mittragen. Süß ihr beiden, sag ich doch. Gruppenknuddel. Du bist ein Schatz, Jeet. Brummt was. Über die Tiefe und Höhe, das war für mich nun ein wertvoller Gedanke. Ich freue mich. Danke. Oh, es brummt ein bisschen. Was brummt denn? Oh. Knuddel, Gruppenknuddel. Oh. Brummt. Das war so dieses... weil zu viele... Also das Brummen ist dann von der Existenz, von der Gruppenseele, die machen alle... Genau. Das ist der Genuss, dieses Genussbrummen. Die und Technik, es war so stark. Das war so stark, es haben so viel mitgeknuddelt und deswegen hat es gebrummt. Das war ein Geschenk jetzt. Geburtstag für Markus, wow. Danke für dieses Geschenk zu meinem Geburtstag. Diese Umarmung, die ich den ganzen Tag schon fühle. Wow, Markus. Danke Joyce, danke Aljasira, danke Schelka. Danke, Barbara. Danke, Heike. Dario. Und danke für das... Danke, Anneliese. Guillaume. Markus, Geburtstagskuss, Markus. Kuss, Markus. alles Liebe für dich von ganzem Herzen. Schön, dass du an deinem Geburtstag mit uns bist. Ja, das ist echt eine Ehre.
Okay. Ja, wir haben für diese Info, wir haben eine Seite, wo wir das einfach auch veröffentlichen werden, wo einfach auch die Videos sind. Eben, das ist einfach auch hier. Also wenn ihr auf Seminare, Messe, Konferenzen, dann Seminare, dann runterscrollen, den Matrix Familiencode. Hier haben wir die erste Info einfach auch geschrieben. Und hier unten werden wir alle Link, alle Leute, die uns einfach auch ansprechen, auch kontaktieren. Wir werden ab Samstag in Italien sein und ich habe dort jetzt einfach ein, zwei Vorträge einfach mit diesem Thema schon vorgesehen. Nur ich weiß nicht, ob wir von da einfach auch Live-Sendungen machen können. Mal schauen, das schauen wir dann im TV-Programm. Schaut ein paar Stunden davor und wir können oft nicht am Computer, mal schauen. Morgen sind wir noch da. Eventuell. Ja. Und ich möchte mich bedanken bei allen ganz herzlich, als die Sendung angefangen hat. Der Dario hat es ja auch geschrieben. Oh, ihr seid süß, aber ihr ja, seht auch müde aus. Und ich war wirklich so, so, ich war da und konnte aber doch irgendwie so... Und jetzt, es hat sich während der Sendung durch diese Arbeit, es hat sich so verändert. Ich fühle mich so, so erfrischt und so in Liebe und so umarmt und so weit und offen und bedanke mich sehr bei jedem Einzelnen, der jetzt mit uns war und das mitgetragen hat. Und es ist unglaublich, was in diesen, das habe ich so oft erlebt in vielen Sendungen. Ich gehe in die Sendung und okay, mit letzter Kraft. Und dann gehe ich total frisch aus der Sendung. Vielen, vielen Dank an alle. Aha, das war das hier. Das Mikro war, ich habe ein Kabel ein bisschen geschoben und dann ist der Ton weg. Ne? So, das Brummen ist weg, ja. Ich musste an dem Mikro nur ein bisschen bewegen, sorry. Ja, jetzt können wir singen. Ja, das Mikro war einfach ganz langsam runtergekommen. Der hat sich so entspannt. Der ist aber auf den, ich glaube, auf den Lüfter des des Laptop oder so. Oder irgend sowas. War eingeschlafen. Oder der hat sich, naja. Wie fühlst du dich, Tiet? Ja, es ist so. Ich esse so wenig, ne, das sieht man. Ne? Aber die Sendungen machen immer hungrig. Ne? Ich habe Hunger bekommen und das ist ein gutes Zeichen. Ich habe diese immense Stille einfach auch gefühlt. Ich habe die Geschenke gefühlt, die Präsenz gefühlt. Und die Individuen oder die individuellen Energien, die da sind, so wie sie da sind oder waren und fühle mich einfach auch ein bisschen durcheinander, weil ich so viele Geschenke bekommen habe. Aber ich werde die Geschenke jetzt ein bisschen auspacken, einsortieren, also das dauert ein bisschen bis den Abend so richtig rund ist. Ja. Na, ich nehme einfach die Geschenke, die ich jetzt einfach auch ja, singen. Sich als erste zeigen. Ja, Dario, magst du anrufen und was singen zum Schluss? Wir können nicht singen.
meinst du? Ja, ja, man kann ja jemand anderen, also andere Stimmen ist echt toll, ne? Andere Stimmen. Ich gebe jetzt 10 Sekunden Zeit. Schreibe ich in den Chat. Ich kann nicht singen, also nicht allein, ich kann nur mitsingen. Ja, mitsingen, einer muss immer anfangen. Es ist so schön, dass ihr da seid. Es ist so schön, dass es euch gibt. Es ist so schön, dass wir euch fühlen. Es ist so schön, mit euch zu sein. Es ist so schön, euch zu fühlen. Es ist so schön, mit euch zu sein. Es ist so schön, dass ich es genieße. Jetzt werde ich schamig. Es ist einfach schön und tut so gut. Da-da-da-dam, dam, dam. Schämst du dich nicht? Nein. Nein, okay. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich will mich auch so schämen. So aussehen, wenn ich mich schäme. Fertig? Bin wirklich sehr dankbar. Schon fertig? Es ist so schön, mit euch zu sein. Es ist so schön. Da-da-da-dam. Es ist so schön. Da-da-da-dam. Es tut so gut. Da-da-da-dam. Ich kann nicht mehr, komm nicht mehr aus dem Grinsen raus. Vorhin musste ich mich anstrengen, um so die Mundwinkel nach oben. Jetzt ist es gerade umgedreht. So lustig. Wie sich das verändert. Ich bin bestimmt ganz rot. Oder? Blau. Lila bist du geworden. Okay. Jo. Dankeschön. Und eben, lassen wir das einfach auch in uns wirken, die ganze Nacht. Diese Freundschaft und dieses Mitgefühl, den wir füreinander haben, kann uns überwältigen, überschütteln, überlieben, über. Dario will auch singen. Ja, dann hopp, hopp. Ja, Dario, dann ruf an. Danke, Anneliese, dankeschön. Liebe Grüße nach Frankreich. Juhu! Ist so schön in Frankreich, Elsa. So herzliche, liebe Menschen. So toll. Aha. Aha. Wow. Ist das eine Ehre? Bitte. Ich sehe den Text nicht. Okay, bitte. Also, mal jemand auf jemanden begegnet, der nämlich ein Lied über Einhörner geschrieben hat. Und das würde ich mal kurz zum Besten geben. Das Lied Einhörner von Harry Elke Seifert. Wow. Auf des Mondes Silberstrahl gleiten wir herab zur Erde. Wir Einhörner in großer Zahl auf das Frieden, Frieden werde. Wir küssen euch ganz sanft die Herzen, erlösen damit alte Schmerzen. Auf euren Lippen nichts als Scherzen, das wollen wir sehen, das wollen wir sehen. Neue Ideen möchten keimen, junge Menschen sich was reimen, von jetzt an sich nicht mehr verneinen, das soll geschehen, das soll geschehen, das wäre schön. So wunderschön, lass es geschehen, du kannst es sehen, es wird so fein, sag nicht mehr nein, kehr in dich ein, dann kann es sein, so schön, lass es geschehen, ganz klar und rein, darf es jetzt sein.
Auf des Mondes Silberstrahl gleiten wir herab zur Erde, wir Einhörner in großer Zahl, auf das Frieden, Frieden werde. Wir berühren euch mit unserem Horn, bringen euch damit nach vorn, dienen soll es als Ansporn. Das soll geschehen, das soll geschehen. Reiten dürft ihr auf unseren Rücken, keiner braucht sich mehr zu bücken. Alles darf euch von jetzt an glücken, das wollen wir sehen, das wollen wir sehen. Das wäre schön, so wunderschön, lass es geschehen, du kannst es sehen. Das wird so fein, sag nicht mehr nein, kenn dich ein, dann kann es sein. So schön, lass es geschehen, ganz klar und rein. Darf es jetzt sein. Auf des Mondes Silberstrahl gleiten wir herab zur Erde, wir Einhörner in großer Zahl, auf das Frieden, Frieden werde. Wir nehmen euch mit in unseren Traum, erkennen euch als großen Baum, zu übersehen seid ihr kaum, wir können es sehen, wir können es sehen. Schaut selbst zu eurer Größe auf, lasst dem Schicksal seinen Lauf, nehmt dabei das Glück in Kauf, so soll es geschehen, so soll es geschehen. Das wäre schön, so wunderschön, lass es geschehen, du kannst es sehen, das wird so fein, sag nicht mehr nein, kenn dich ein, dann kann es sein. So schön, lass es geschehen, ganz klar und rein, darf es jetzt sein. Ja, das war... Dankeschön, von ganzem Herzen. So schön, lass es geschehen. Lass uns fühlen, lass es geschehen. So schön. Dario, das Einhorn ist da. Juhu, es ist so schön. So schön. Danke, Dario, das war jetzt ein Riesengeschenk. Es war ganz, ganz schön. Also so ganz, wow, ganz tief, so. Oh, einfach wunderschön. Ich mag jetzt gar nicht mehr viel sagen. Danke. Was für mich einfach ganz toll war, was ich ja auch gespürt habe, das ist, dein Freund zu sein oder Freundin, je nachdem, ob man, das muss wirklich ein Geschenk sein, weil du gibst immer weiche Energie. Ne? Mhm. Und du bettest immer den anderen mit ein. Und das habe ich einfach auch gefühlt. Und das, ja, das wollte ich dir noch sagen. Ja, stimmt. Darauf ist mein Denken immer ausgerichtet, ja. Ja. Deswegen grüße deine, war deine Freundin, ne? Amy? Amy, ist deine Freundin, oder? Bekannt. Eine Freundin. Okay. Ich hab keine Freundin. Okay. Deswegen grüßt die Freundin Emmy und dass sie es einfach, diese deine Energie so oft einfach auch genießen kann. Okay. Danke, Daria, für deine Zartheit, schreibt Barbara. Ja, das tut total gut. So ja. Ganz... Es war nochmal eine Umarmung auf eine andere Art. Eine ganz liebevolle Umarmung für uns alle. Hm. Oh. Ja. Von Herzen danke. Ich bin total überwältigt, wie das angekommen ist. Ich dachte, ich probier's mal. Ja. Das ist krass. Na, es ist schon so, dass das Umfeld, die Menschen, die jetzt zusammenkommen, die sehen einfach auch die Essenz, ne? Und die Essenz zu sehen, macht uns immer alle reich, ne? Und deswegen ist nicht, ich habe sowieso die Ebene, wo jemand urteilt, die ist hier total ausgeschaltet. Wir sind sowas von genussfreudig, ne? Dass
dass eben, ja, und das ist die Stärke einfach, die einfach auch aufgebaut wurde, ne? Ja. Hm. Jo. Ich habe jetzt Hunger. Hast du schon gegessen? Ich habe gerade Müsli geholt. Müsli? Ja. Okay. Na, Müsli macht soft. Macht zart. Okay. Gut. Dann Dankeschön, ne? Bitteschön. Gern geschehen. Bis dann. Wiedersehen. Tschüss. 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 Drück. Drück. Schmus. 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 Bis bald. Leg du auf. Nein, leg du zuerst auf. Ich weiß immer nie, wie man Gespräche beendet oder so. Da bin ich immer unsicher. Gut. Also ich bin total satt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eben ist, für diese Sendungen ist ein Ordner und bitte ich euch alle, diese Sachen in Facebook einzubetten oder wo ihr wollt.